Deswegen bin ich nicht bereit, Enderal beschützen zu können. Also kann ich tatsächlich sagen, ja, ich weiß nicht so recht, wie mir geschieht. Ja, das glaube ich gern. Es ist eine große Verantwortung, die euch zugetragen worden ist. Und so beeindruckend eure Fähigkeiten auch sind, ich würde nur ungern mit euch tauschen. Und wie geht es nun weiter? Nun, wie gesagt, erstmal müssen wir beide noch den heiligen Eid ablegen, der uns zu Hütern des ersten Siegels macht. Ihr solltet euch beim Großmeister melden, wenn ihr bereit seid. Er erwartet euch im Emporium. Wir beide? Und was ist mit Dunvar? Ach, richtig. Die Apothekarii haben ihn vorhin untersucht und es sieht nicht gut aus. Vermutlich wird er nie wieder aufwachen. Für eine Prüfung, die den Geist und die Selbstbeherrschung eines Menschen testet, hätte man sich keinen schlechteren Kandidaten als ihn aussuchen können. Er war ein allenfältiger Narr. Es hätte mich gewundert, wenn er das überstanden hätte. Er wird sterben. Das hat er nicht verdient. Würde ich beides nicht sagen wollen. Aber er ist tatsächlich ein Mensch gewesen, der sich mit Selbstbeherrschung nicht besonders auskennt. Diese beiden Antworten, die sehen sich so ähnlich. Also, nee, das ist mir dann doch zu harsch. Für eine Prüfung, die den Geist und die Selbstbeherrschung eines Menschen testet, hätte man sich keinen schlechteren Kandidaten als ihn aussuchen können. Er war impulsiv, ja. Aber irgendwo kann ich ihn auch verstehen. Wisst ihr, Dunva gehörte zu der Sorte Mensch, die versucht, ihre Unsicherheit durch prahlerisches Gehabe zu übertünchen. In Wahrheit war er nämlich der Letzte seines Adelsgeschlechts. Und der Glaube an den Pfad und seine Bestimmung als Hüter war alles, was er noch hatte. Und wer weiß, vielleicht wäre er mit der richtigen Führung dem Orden eine große Hilfe Das gewesen. stimmt. Aber ich schätze, Meister Batars Offenbarung war einfach zu viel für ihn. Es ist hart gesagt zu bekommen, dass alles, wofür man gelebt hat, eine Lüge gewesen sein soll. Das verstehe ich. Zwei Seelen, Teil 1, okay. Das Kalia besser kennenlernen, okay. Ganz ehrlich, das verstehe ich sogar. Der wird wahrscheinlich von der Familie schon immer diesen Druck gekriegt haben, ein Hüter werden zu müssen. Deswegen, also ich habe auch Verständnis. Es ist gemein, dass man sich manchmal die Antworten nicht ganz so aussuchen kann, wie man sie doch tatsächlich selber geben würde. Gut, wir sollen sie besser kennenlernen, dann können wir sie auch vertiefen, ne? Ihr wirkt jedenfalls. Ach so, warte mal, nee, wir können aber. Und ihr sagt, Dunvar, war. Können wir das anderen dann immer noch antworten? Dunvar sei der Letzte seines. Ah Gott, das können wir vielleicht gleich auch nochmal. Wir vertiefen das erstmal eben. Ihr wirkt jedenfalls erstaunlich gefasst. Besonders gemessen daran, dass euch eben der Tod eurer Götter offenbart wurde. Vielleicht lasse ich es mir auch einfach nicht anmerken. Aber ja, irgendwo habt ihr sicherlich recht. Vermutlich liegt es daran, dass für mich, anders als für Dunvar, der Orden schon immer Symbol für eine Idee war, nicht nur der Schwertarm der Lichtgeborenen. Und eine Idee stirbt nicht mit dem, der sie erdacht hat. Das stimmt. Aber da haben wir wieder dieses zweischneidige Schwert. Eine Idee, die sehr viele Ketzer schon das Leben gekostet hat. Ketzer in Anführungsstrichen, das finde ich gut. Interessant. Wenn ihr die Frage gestattet, was hatte es eigentlich mit Dunvas Anschuldigung auf sich, dass sie eine Hexe wärt? Das stimmt, im Namen der Götter wurden viele Verbrechen Ist doch begangen. Und nicht. die wollte ich auch keinesfalls mit dem, was ich eben gesagt habe, relativieren. Aber ich bin mir auch sicher, dass viele davon unvermeidbar waren. Stellt euch vor, ihr würdet über eine kleine Insel herrschen. Und eines Tages wird euer Reich von einer Flotte Skaraksha Plünderer überfallen. Die Invasion trifft euch vollkommen unvorbereitet. Und binnen weniger Stunden sind die Plünderer bis in das Bauernland vor eurer Hauptstadt vorgedrungen. Nun müsst ihr folgende Entscheidung treffen. Nutzt ihr die Zeit, die euch bleibt, um eure Armee in der Stadt zu verschanzen und so bessere Karten bei einer Belagerung zu haben? Oder schickt ihr sie ins Feld, um die Skarak im offenen Feld zu bekämpfen, was zwar theoretisch das Bauernvolk retten könnte, aber erheblich kleinere Chancen auf einen dauerhaften Sieg bedeuten würde? Ganz klar, ich würde ausrücken. Verschanzen werde ich mich auf keinen Fall. Verschanzen besser, ich rette mit hoher Wahrscheinlichkeit die Städte als mit einer geringen die Bauern. So ein Blödsinn, wir brauchen jeden Menschen. Jeder Mensch ist gleich viel wert, verdammt nochmal. Da kann ich nicht unterscheiden in Städter und Bauern. Abgesehen davon, dass wir die Landwirtschaft brauchen, um zu überleben.
Also, da mache ich doch keinen Unterschied. Ich würde ausrücken. Hundertprozentig ausrücken. Manchmal gibt es keine richtige Entscheidung. Das sowieso. Ich weiß, das ist auch richtig, ja, was ihr sagen wollt. Manchmal gibt es keine richtige Entscheidung. Ach ja. Als erstes impulsiv, ich würde ausrücken. Aber wenn man jetzt auch noch sagen kann, ich weiß, was ihr sagen wollt. Manchmal gibt es keine richtige Entscheidung. Dann sage ich lieber das. Korrekt. Worauf ich hinaus will, egal was ihr tut, es wird Menschen geben, die euch für eure Entscheidung Ja. hassen werden. Scheitert euer Rettungsversuch, wird man euch vorwerfen, blind und idealistisch gehandelt zu haben. Und überlasst ihr sie den Skarak, um die Stadt zu retten, wird es heißen, ihr hättet es nicht einmal versucht. Natürlich, der Rettungsversuch könnte auch funktionieren. Aber darf ein Herrscher sich in solchen Entscheidungen verhalten wie ein Glücksritter beim Würfelspiel? Wie gesagt, ich will die Götter nicht von ihren Verbrechen freisprechen. Aber ich verwette meine linke Hand darauf, dass sie viele solcher Entscheidungen zu treffen hatten. Ja, das mag sein, aber wenn man große Verantwortung hat, dann sollte man nicht sagen, tötet für mich, oder? Denn das ist doch das Problem der Religion. Wie heißt es so schön? Die Spiritualität bringt die Menschen zusammen, die Religion trennt sie. Na, jedenfalls interessant. Wenn ihr die Frage gestattet, was hatte es eigentlich mit Dunvas Anschuldigungen auf sich, dass ihr eine Hexe wärt? Ich wusste, dass die Frage irgendwann kommen würde. Ich schätze, die Antwort hängt davon ab, ob ihr in der Stimmung für schwere Kost seid. Früher oder später würdet ihr es ohnehin erfahren. Dann doch lieber gleich von mir. Vielleicht ein andermal. Nein, sonst hätte ich nicht gefragt, Na erzählt. gut. Wo soll ich anfangen? Vielleicht damit, dass ich mich an nichts vor meinem sechsten Lebensjahr erinnere. Ich weiß nicht, wo ich geboren wurde und habe meine Eltern nie kennengelernt. Ihr erinnert euch nicht? Wie das? Das weiß ich nicht. Wo ist jetzt die Geschichte mit der schweren? Ich weiß nur, dass die erste Erinnerung an mein Leben die ist, mitten in einem Dorf aufzuwachen. Es war Nacht, mir war schlecht, meine Kleidung war zerrissen und ich fühlte mich leer. Das trifft es am besten. Irgendwann nach einer gefühlten Ewigkeit im Dreck habe ich schließlich die Kraft gefunden, aufzustehen. Und erst dann habe ich begonnen zu begreifen, was um mich herum geschehen war. Was? Das ganze Dorf. Es war zerstört. Überall lagen Leichen, Männer, Frauen, Kinder. Und die Häuser waren zertrümmert, als wäre ein wahnsinnig gewordener Gott höchstpersönlich durch die Straßen gefegt. Und das erst vor kurzem, denn die Zerstörung war noch frisch. Aber was auch immer es war, mir blieb nicht viel Zeit darüber nachzudenken. Kaum hatte ich mich aufgerichtet, sah ich drei Reiter durch die Rauchschwaden auf mich zukommen. Einer von ihnen stieg ab, rannte auf einen der Körper zu und begann etwas zu brüllen, das ich nicht verstand. Dann zeigte er auf mich und einen Augenblick später spürte ich einen Schlag auf den Hinterkopf und verlor das Bewusstsein. Beim Namen der Sonne, es ist seltsam, das so zu erzählen. Es ist schon so lange her. Aber die Erinnerung fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen. Warum haben euch diese Männer geschlagen? Sie hört aber doch hoffentlich jetzt nicht auf, wenn ich sage, danke, dass ihr mir es anvertraut. Das muss schwer für euch sein. Es gibt Schlimmeres. Ich vermute, dass die Reiter Dorfbewohner waren, die zur Jagd ausgeritten waren, bevor das Ganze, was auch immer es war, geschehen ist. Sie müssen die Feuer gesehen haben und sind daraufhin zum Dorf zurückgeritten. Und tja, da der örtliche Pater mich, wie ich später herausgefunden habe, erst ein paar Tage zuvor gefunden und ins Dorf gebracht hatte und ich aus irgendwelchen Gründen die Einzige war, die dieses Massaker im Dorf überlebt hat, dachten sie wohl, ich wäre auch dafür verantwortlich. In anderen Worten, sie hielten mich für irgendeine Art Dämon, der die Gestalt eines Kindes angenommen hatte und der ihre Familien abgeschlachtet hatte wie Vieh. Also haben diese Dörfler euch, einem sechsjährigen Mädchen, die Verantwortung für diese Zerstörung gegeben? Das ist doch abstrus. Für euch vielleicht. Für sie als einfache Menschen war das wohl die naheliegendste Erklärung. Und so abstrus ist es auch gar nicht, wenn man darüber nachdenkt.
Ein aus dem Nichts auftauchendes Findelkind, das weder spricht noch anständig atmet, bietet eine hervorragende Leinwand für Spekulationen. Das kann sie doch gar nicht so genau sagen. Sie war ein Kind. Und was hatten Sie vor? Rache üben? Vermutlich. Ich versuche nicht darüber nachzudenken. Und im Grunde ist es einerlei, weil es mir weiß der schwarze Wächter, wie irgendwie gelang, aus ihrem Lager zu fliehen. So gab es nach Ark. Aber ein wirklicher Fortschritt war das nicht. Ich war eine Wegelose, also brachte man mich dorthin, wo man Heimatlose in Ark eben hinbringt. In die Unterstadt. Ja. Rückblickend frage ich mich, wie ich die Zeit dort unten überlebt habe. Aber wenn das Kind seinen einen Vorteil hat, dann, dass man nicht hinterfragt, sondern einfach tut. Dennoch, die Winter als Gossenkind waren grausam. Und hätte mich Meister Tyras nach meinem zweiten Jahr dort unten nicht gefunden und aufgenommen, wäre ich jetzt vermutlich... Ihr wisst schon. Meister Tyras, ein Ordenshüter, hat euch aufgenommen? Ja. Ja, er hat mich gesehen und er wusste, was er zu tun hatte. So hatte er es mir einmal erzählt. Ich habe ihm nichts gemacht, wollte ich nur mal ihm dazu sagen, ne? Der Orden war natürlich nicht sonderlich erfreut darüber. Aber Meister Tyras war ein höchst geachteter Mann. Und deshalb ließ man ihn gewähren. Er hat euch einfach gesehen und adoptiert? Das klingt ja fast zu gut, um wahr zu sein. Woher kamen die Vorbehalte des Ordens? Ja. Naja, ungefähr 5 Jahre, bevor er mich gefunden hat, sind seine Frau und seine beiden Töchter bei einem Unfall ums Leben gekommen. Vielleicht war ich also irgendwo eine Art Ersatz. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich ist es egal. Tyras ist für mich mein Vater. Und er war ein guter Mensch. Das ist alles, was zählt. Woher kamen die Vorbehalte des Ordens? Ach, das war nochmal eine extra Antwort. Und Meister Tyras hat euch das Novizian. Ja, woher kamen die Vorbehalte des Ordens? Da fragt ihr noch. Ich war eine Wegelose. Und eigentlich bin ich es immer noch. Vermutlich war ich auch deshalb mal fast Lehren nie so verbunden, wie beispielsweise Dun war. Für viele bin ich eine Ausgestoßene. Selbst für die Magister. Sie wissen nicht, wo sie mich einordnen sollen. Aber wenn das, was damals in ihrem Dorf passiert ist, oder in dem Dorf, in dem sie praktisch aufgefunden wurde, und sie dann entkommen konnte, und jeder diese Geschichte kennt, so wie jetzt Dun war zum Beispiel, da ist da nie jemand aufgetaucht und wollte Rache oder Vergeltung üben oder sowas. Und Meister Tyras hat euch das Noviziat ermöglicht. Och Mensch, naja, nein, komm. Vielleicht war ich also irgendwo langsam reicht's aber. Ja. Zum Empören vieler, ja. Aber wie schon gesagt, Tyras hatte eine Menge Einfluss. Und ich will gar nicht wissen, welche Hebel er alle in Bewegung gesetzt hat, damit ich bleiben konnte. Tja, und das ist auch schon das Ende meiner großartigen Geschichte. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr seid jedenfalls nicht die Bauernmagd von nebenan, das muss man euch lassen. Und was ist mit Meister Tyras geschehen? Wo ist er jetzt? Und deswegen nennt euch Dunvar eine Hexe? Er glaubt allen Ernstes, genau wie diese Bauern, dass sie irgendwie die Zerstörung dieses Opfers verantwortet? Dieses Dorfs verantwortet. Das tut er. Und damit ist er nicht allein. Einer der Bauern hatte mich in meinem ersten Jahr als Novizin auf dem Marktplatz erkannt. Und ihr könnt euch ja denken, dass das in Anbetracht besagter Vorbehalte gegen mich und meinen niederen Pfad natürlich gefundenes Fressen war. Von da an wurden die distanzierten Blicke zu Spitznamen. Dämonenkind, Hexe, was auch immer sie sich alles einfallen ließen. Und lassen. Naja, seht euch doch mal an. Ihr seid klug, hübsch, talentiert und sympathisch. Viele Gründe, euch zu beneiden. Oh. Ich habe gesehen, was ihr könnt. Vermutlich steckt da auch viel Neid dahinter. Ein wenig eigentümlich ist eure Vergangenheit ja auch. Das müsst ihr zugeben. Haben wir gesehen, was sie kann? Ich habe nicht gesehen, was sie kann. Aber das ist mir auch jetzt zu glitschig, mal ehrlich. Aber es wird es wahrscheinlich sein. Ich glaube, ich habe gesehen, was ihr könnt. Vermutlich steckt da auch viel Neid dahinter. Das ist möglich. Dabei ist alles, was ich kann, das Ergebnis harter Arbeit. Aber das werden sie nie anerkennen. Wisst ihr, was das Lustige ist? Irgendwo bin ich froh, dass ich die bin, die ich bin. So lassen all die Leute mich wenigstens in Frieden. Und ich habe mehr Zeit, mich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Auf meine Ziele. Ja, und die wären?
Verschiedene. Aber ich schlage vor, das waren jetzt erstmal genug der düsteren Geschichten, meint ihr nicht? Irgendwann ergibt sich sicherlich nochmal die Möglichkeit für ein Gespräch. Vielleicht. Okay. Ihr sagtet, der Großmeister erwartet mich, richtig? Dann sollte ich ihm vermutlich meinen Besuch abstatten. Und ihr sagte, Dunvar sei der Letzte. Ah, das können wir doch noch fragen. Ja, das würde mich interessieren. Und ihr sagte, Dunvar. Ich hoffe, das nimmt der jetzt hier. Sei der Letzte seines Adelsgeschlechts? Der Letzte, ja. Alle Dalmordans bis auf ihn fielen 8215 der großen Fleischmadenplage zum Opfer. Es war schon fast traurig, wie er ständig mit seiner erhabenen Herkunft prahlte. Obwohl jeder eigentlich wusste, dass er ohne die Barmherzigkeit des Ordens jetzt vermutlich in der Unterstadt leben würde. Wenn man das da unten Leben nennen kann. Tja, das stimmt. Na gut, ihr sagt, der Großmeister erwartet mich richtig, dann sollte ich ihm vermutlich mal einen Besuch abstatten. Tut das. Es ist zwar schon spät, aber wenn ihr möchtet, kann ich euch davor noch die wichtigsten Orte des Tempels zeigen. Was meint ihr? Ich finde mich sicherlich schon zurecht, aber warum soll ich sie abweisen? Das wäre sehr nett. Gut, dann holt euch noch eure Sachen aus der Truhe und wir gehen los. Okay, das fand sie sympathisch. Gut, dann kann ich jetzt aber meine Truhe, ja? Die anderen, folgt mir. So. Ja, nee, ich will mich vorher wieder anziehen, was denkst du? Ich fühle mich ja sonst nackig. Anziehen. Schwere Rüstungsfähigkeit 17 Punkte. Was hatte ich denn vorher? Weiß ich jetzt gar nicht. Den Rucksack. Aber wir können ja mal das unser Diadem. Nein. Schleichen 14% mehr Schaden bei Bögen. Traglimit um 30. Wie viel haben wir? 291. Ich laufe mal damit mal rum. Oh, Ring der Brachialität. Zwei Handgriffe verursachen 17% mehr Schaden. Okay, gut. So, besser. Dunvar, Mensch. Das tut mir jetzt wirklich leid. Das ist schon ein armer Kerl. Blutige Stofffetzen will ich unbedingt klauen. Gut, gut. Beim Schnellspeichern. Dass wir immer noch alles stehlen, ne? Okay, dann zeig mal, was du mir zeigen möchtest. Wo sind wir hier eigentlich? Wow. Ich kann auf dem am blutigen Heilungsaltar kann ich schlafen. Mhm. Waren wir hier schon? Kurarium. Okay. Gut, da bin ich. Wir können weiter. Sanctum. Okay, gehen wir ins Sanctum. Ach, Wissler. Geht weiter! So, das hier ist das Sanctum. Es ist ein Ort der Stille und des Gebets. Und hier werden wir beide später auch unseren Schwur ablegen. Mhm. So ist das genau. Eben. Genau. So und nicht anders. Naja, ich bin an dir dran, Kalia. Keine Angst. So lange laden, bitte. Spiel, sei lieb zu mir. Nicht abstürzen jetzt. Oh, Gott sei Dank, es lädt. Okay.
Huch. Hier wart ihr vermutlich schon. Wir nennen dieses Gebäude das Chronikum. Und dort drin befindet sich das gesammelte Wissen des Ordens in Form von Büchern und Pergamenten. Mhm. Außerdem erforschen die Arkanisten und Magister dort Magie und alte Artefakte. Es ist also auf jeden Fall ein Ort, den ihr öfter zu Gesicht bekommen werdet. Gleich darunter ist auch die Tempelschmiede, die eure erste Anlaufstelle sein sollte, wenn ihr Ausrüstung braucht. Und in dem Gebäude dort drüben ist die Skrola, die Ordensschule. Mhm. Tja, das war's auch schon. Das Emporium kennt ihr ja bereits und auf dem Götterblick seid ihr wahrscheinlich auch schon gewesen. Sprecht am besten mit dem Großmeister, wenn ihr für den Eid bereit seid. Okay, gut, was werdet ihr jetzt tun? Mich vorbereiten, vermutlich. Jetzt schreitet wohl, wir sehen uns. Ich hab von ihr gehört, ja. Das ist doch die Skarg-Frau, oder? Ja, sieht so aus. Aber sie kommt aus Ostian, so wie dieser Funkenschlag und der Kohlemann. Tja. Ganz ehrlich. Also ist jetzt die Frage, was wir jetzt als nächstes tun. Wir sollen jetzt mit Thealor sprechen. Ich habe die Prüfung überstanden. Alles, was nur noch zu tun bleibt, ist es für Kalia und mich, den Heiligen Eid abzulegen, der uns zu Hütern des ersten Siegels erhebt. Ich sollte mit Großmeister Thealor Arantial im Emporium sprechen. Ich habe mal ein bisschen Angst, dass wir das zu weit nach vorne treiben. Vielleicht sollten wir erstmal wieder so ein paar Nebensachen machen. Wie spät haben wir es? 2.33 Uhr. Ich könnte es nochmal mit dem Museum probieren. Aber das nützt mir nicht, selbst wenn da keiner ist. Das ist ein Meisterschlüssel, ein Meisterschloss. Wie viel Geld haben wir denn? Ich lass mal eben gucken. Spuren der Vergangenheit. Ischkapur, das ist ja viel zu weit. Und 4 Sterne. Puh. Ja, toll. Nebelwacht, da müssen wir auch nochmal hinfinden. Arks letzte Wacht untersuchen. Und Pack töten. Vielleicht sollten wir das jetzt erstmal versuchen. Ja. Soll. Wildmagier hier im Sonnentempel? Welfers segne Großmeister Arantial, aber... Mhm. Wohin soll das noch er führen? Weiß das schon. Ich können wir irgendwas machen? Aber nein, können wir nicht. Wird schon wissen, was er tut. Die Frage ist, können wir noch irgendwas verkaufen? Sollten wir noch irgendwas verkaufen? Wahrscheinlich können wir ganz viel verkaufen, ne? Aber die Sachen möchte ich nicht hergeben. Wie der Runenbogen, den können wir verkaufen. Das Runenschwert können wir verkaufen. Das behalten wir alles erstmal noch. So viel war das auch nicht. Die Diebelstiefel möchte ich auch behalten. Die edle Wildmagierrobe auch. Die Eichenhaut. Die feine Kleidung lassen wir uns einfach mal. Ich glaube, ich habe hier schon aussortiert, ne? So. Den Runenschild könnten wir eigentlich verkaufen. Den werde ich nämlich sowieso. Aber den Schild der Stadtwache möchte ich behalten. Das wollten wir auch. Okay. Ja. Bevor der Magister dich holen kommt. Ja, natürlich. Schreite wohl, Schwester. Dann würde ich sagen. Ach, ist ja Quatsch. Warum habe ich das jetzt gerade eben alles genommen? Wie dämlich. Wenn wir jetzt, ach. Nee, warte. Bevor ich das jetzt hier zu kompliziert mache. Blödsinn. Im Gegenteil, wir packen Sachen raus in die Truhe und dann sehen wir zu, dass wir zu Pack kommen. Das heißt, ich muss Sachen rauspacken. Hier, Runenbögen, Eichenbogen der Entkräftung, Runengroßschwert, reicht 1. Das können wir wegpacken. Die Runenschlachtaxt haben wir. Mit Stahldurch können wir wegpacken. Das wiegt nicht besonders viel. Das können wir mitnehmen. Die Stiefel können wir wegpacken. Den Runenschild, die schlichten Tuniken können wir wegpacken. Und die verstärkten Lederschilde können wir wegpacken. Aber wir tragen immer noch so viel, verdammt. Hier, ein Ambrosia packen wir mal weg. Ich gucke auch gleich mal eben, ob wir irgendwelche Effekte haben.
eine Mimmel. Trankmischertrank brauche ich jetzt gar nicht. Packen wir auch weg. 10 Sekunden. Naja. Haben wir irgendwas Schweres? Die Weinflaschen oder so? Hier, Kürbis können wir wegpacken. Das können wir verkaufen, weil Verzauberung haben wir schon. Das packen wir auch mal weg. Hier den Honigwein packen wir weg, weil der zu schwer ist. Die Zutaten, das ist jetzt egal. Oh, Götterschild können wir gleich nochmal eben lernen. Die Aschewitwe habe ich ja jetzt vorgelesen, können wir auch wegpacken. Glimmerstaub können wir wegpacken und Torgan Wisperzunge ebenfalls. Das lernen wir gleich nochmal. Was habe ich denn sonst noch Schweres hier mit? 244. Oh, Eisenbarren. Eine Fackel reicht. Goldbarren, Golderz. Schleppe ich das mit? Naja, weil ich alles mitnehme, was nicht nied- und nagelfest ist. Die Schaufel brauchen wir auf jeden Fall. Stahlbahn, Werkzeugkasten, Wildpelz. 209, immer noch verdammt viel. Ich bin irritiert. Oh, den können wir noch wegpacken. Den nehmen wir jetzt aber mit. Ach, so geil, der Rest reicht. Ja, dann würde ich sagen... Wie sieht es denn kartentechnisch jetzt aus? Umgebungskarte. Ja, jetzt haben wir hier natürlich ein bisschen mehr. Grimmlichtstollen, verlassene Jagdhütte. Schimmerwasserspalt, alte Kreuzwacht. Da ist tatsächlich der Pack-Pack in der Nähe. Aber... Ach, das war ja... Das sollte ich lieber nicht tun, würde ich mal so sagen. Da bin ich ja einmal nicht gestorben. Ach, du grüne Neune. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Das ärgert mich jetzt so ein bisschen. Der Bauernthron wird auch angezeigt. Das ist interessant. Kann ich die nochmal wieder aufheben, die Markierung? Ach, danke. Arks letzte Wacht untersuchen wir aber auch drei Sonnen oder drei Sternchen. Aber das habe ich jetzt aber auch schon länger vor mich hergeschoben. Vielleicht sollten wir es einfach mal tun, ne? Oh Mann. Das heißt, Myradenturm der Bauernküste. Ja komm, wir versuchen das mal. Vielleicht kommen wir da ja ein bisschen weiter. Das heißt, wir müssen zum Myradenturm. Alles andere nützt nichts. Fürs Museum muss ich ein Meisterschloss knacken können, das kann ich noch nicht. Für die Unterstadt, für das Haus der Apothekari muss ich auch ein Expertenschloss, war das glaube ich, ne? Eine Expertentür. Ja, und das können wir alles noch nicht. Achso, ich wollte gucken, wie viel Kohle ich habe, ne? 592, ja komm, wir versuchen einfach mal jetzt da oben Arks letzte Wacht zu untersuchen. Malfas zum Gruß. Ja, sei du auch gegrüßt. Den Malfas, den sehe ich wohl nicht mehr, ne? Wenn die Götter tot sind, dann wage ich das zu bezweifeln. Wobei Malfas war doch auch ein zum Gott erhobener, ne? Ja.